Hi Leute, das Powerbank-Modell von IC-Station ist hier. Das ist ja für 18650er Akkus. Schaut sehr gut aus, kleines Display. Und bei dem Elko, da muss ich sagen, habe ich mich getäuscht. Das ist ein 470 μF Elko. Ich denke, der reicht. Der ist groß bemessen, das ist sehr gut. Das ist das, was bei den ganz billigen Powerbank-Modulen immer fehlt. Ich werde den Link zu dem Produkt in der Beschreibung verlinken. Und werde das Produkt mal anstecken. Ich habe dazu mal 18650er Akkus parallel gelötet. Schaut nicht schön aus. Man kann es schöner machen. Ich habe auch verschiedene. Da muss man aufpassen, wenn man die parallel schaltet, dass die alle die gleiche Spannung haben. Also vorher alle auf die gleiche Spannung bringen und bloß keinen Kurzschluss machen. Aber die zahlen ja noch einen Kurzschluss- und Überdruckventil haben. Auch so löten ist eigentlich nicht zu empfehlen. Da man dabei, wenn man es nicht richtig macht, die Zellen beschädigen kann. Aber das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Wir haben hier Minus, bloß richtig pullen, immer auf die Pulling aufpassen, Minus und Plus. Und hier steht Plus und hier rechts Minus. Jetzt müssen wir das richtig pullen, das ist etwas mit Durchkontaktierungen. Ich würde sagen, wir drehen es um. Hier ist Minus rechts, jetzt ist Minus links. Wir müssen jetzt Minus nach links löten. Und Plus nach rechts löten. Dann bloß keinen Kurzschluss machen. Ich fange mal mit Plus an. Erstmal. Da ich dabei das Drähtchen wegtun, dass ich bloß keinen Kurzschluss am Akku mache. Das ist jetzt heikel. Hier ist Plus. Mal 10 drauf geben. Ich kontrolliere nochmal nach. Hier ist tatsächlich Plus. Batterie Plus. B Plus heißt Batterie Plus. Dann löten wir das jetzt da auf. Plus hier auflöten, das Drähtchen auf Plus, okay, dann das Minus-Drähtchen von den Akku, die Akku hat 3,98 Volt, habe ich gemessen, das sind 4 mal 2 Amperestunden Akkus. Bevor ich das jetzt anlöte, kontrolliere ich aber lieber nochmal nach, genau, da steht B- hier, Minus, also Minus hier anlöten. Drähtchen habe ich schon verzinnt vorne. Minus ist angelötet. So, der Akku ist schon mal dran. Mal gucken, ob was passiert, wenn ich auf den Knopf drücke. Passiert noch nichts. Und ich glaube, ich weiß auch warum. Wir müssen erst ein Ladegerät anstecken. Also stecken wir mal ein Micro-USB-Ladegerät an, um die ganze Schaltung freizuschalten. Ah, jetzt. So, jetzt sagt er, der Akku ist zu 45% geladen. Ja, das kann sein. Mann, ist das hell. In 45%. Ah, das Licht ist aus. Man kann es besser erkennen. 45%. Ich stecke ihn mal wieder aus. Aber der Kontrast, der könnte. Ah, jetzt passt der Kontrast. Jetzt passt der Kontrast. Fast. Der Kontrast könnte ein bisschen weniger sein. Vielleicht kann man den noch irgendwo einstellen, obwohl Potis sehe ich dann nicht. Vielleicht den Widerstand ändern, aber es schaut sehr gut aus. 45% geladen. Damit kann ich jetzt das Handy laden. Und das will ich mal ausprobieren. Ich nehme jetzt ein Handy. Mal schauen, zu wie viel Prozent ist das geladen? Zu 90%. Hier kann man sehen, glaube ich, ob es 90%. Stecke ich das Handy mal an die USB-Buchse. Handy ist angesteckt. Jetzt drücke ich den Knopf. Jetzt steht da Out 5 Volt 2,1 Ampere. Ah, und das tut laden. Ja, das Handy tut laden. Das ist der Ausgang, der 5 Volt 2,1 Ampere kann. Jetzt probiere ich mal den anderen Ausgang. Mal schauen, ob es den auch erkennt. Ah, genau, das ist weg. Den anderen Ausgang. Mal richtig einstecken. Ah, 5 Volt 1 Ampere. Das ist der 5 Volt 1 Ampere Ausgang. Jetzt steht unten 5 Volt 1 Ampere. Und 44%. Das heißt, der Akku wird schon leerer. Schaut sehr gut aus. 44%, das könnte hinkommen. Ich hatte den Akku zum Lagern etwas entladen. Ich habe nicht auf 4,2 Volt, sondern auf 3,9 Volt sowas geladen gehabt. 44%, das könnte stimmen.
Ja, aber das Handy lädt bis jetzt schaut sehr gut aus. Ich würde sagen, das funktioniert. Also zum Betreiben muss man nur eine, also es reicht eine Zelle auch schon, eine 18650er. Man muss nur 18650er Zellen dran machen. Das kann man dann in den Gehäuse packen dann noch oder so. Ja. Dann hier ist das eine Taschenlampe oder das leuchtet, aber die LED leuchtet nicht. 43%. Ups, ja, das ist sehr hell. Ich würde sagen, das sollte man etwas dunkler machen. 42%. Wird der so schnell leer oder sind die Akkus zu? Gucken wir mal. Hier mal das Handy aufladen. Mit 5 Volt 2,1 Ampere, weil das Handy, das zieht über 1 Ampere. Das zieht 1,5, da ist ja 2,1 Ampere besser. Ja, out. Wir können es gleichzeitig aber auch noch laden, das Modul. Mal zum Laden anstecken. Ah, jetzt blinkt in. In blinkt und out leuchtet. Ich würde sagen, ich lasse das mal vollladen, das Modul, und teste es dann mal so beim Entladen. Aber jetzt, wo es das Handy lädt, das Handy hat schon geladen von 90 auf 91%. Ups, hier kann man sehen. 91%. Also das Handy lädt es schon schön. Funktioniert schon, es lädt das Handy schön. Ja, das mit der LED muss ich noch drauf kommen, was das genau ist. Aber ansonsten schaut es sehr gut aus. Der Akku, der bleibt kalt. Das hier bleibt auch kalt. Es bleibt alles kalt. Das ist super, wenn alles kalt bleibt. Das ist toll. Das heißt, das Ding ist schön ausgelegt. Mal schauen, wird das warm? Nein, es wird nicht warm. Sehr schönes Teil. Nur die Prozentanzeige sinkt etwas schnell ab. Es kann aber auch daran liegen, weil der Akku echt schon sehr, sehr alt ist. Aber ansonsten schaut es sehr gut aus. Es lädt mit 2,1 Ampere und zeigt die Akkuspannung in Prozent an. Ja, wobei das Handy zieht nur 1,5, dieser 2,1 Ampere Ausgang. Ja, aber toll ist die Akkuspannungsanzeige. Das finde ich echt toll an dem Teil. Ich würde sagen, ich lasse die Powerbank mal aufladen und auf 100% und guck mal, was für eine Akkuspannung ich da dran habe. Und mache das im nächsten Video. Okay.